Im Irak haben die Kurdinnen und Kurden in einem Referendum sich vor kurzem für ihre Unabhängigkeit ausgesprochen, allerdings mit teilweise erheblichen negativen Folgen. In Syrien, insbesondere im Norden, existieren für autonom erklärte Siedlungsgebiete unter der Führung der kurdischen Partei der Demokratischen Union, PYD, die Stadt Kobani, ist sicherlich das bekannteste Symbol. Wir haben zwei Gäste von der Rosa-Luxemburg-Stiftung eingeladen, die aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln heute Abend hier ihre Position und Vorstellung vorstellen werden. Das ist mit der so überdeckt, dass ich ein bisschen Aufschlag über Rojava mache, ein bisschen berichte, wie die Entwicklung da war, was jetzt die Situation ist und dann nach dem gescheiterten Referendum in Südkurdistan, also sprich irakisch besetzter Teil Kurdistan, ein bisschen die Gründe aufzähle, wie es dazu kam. 2012 haben dann die Kurden in Nordsyrien ihre Gebiete befreit vom Assad-Regime. Gleichzeitig haben alle Ethnien, alle Religionsgemeinschaften eben gleichberechtigt. Natürlich haben die Kurden das Selbstbestimmungsrecht, aber die Kurden müssen Strategien entwickeln. Mit einem großen Sieg 2014 im März mit unserem neuen Modell Co-Bürgermeister und Bürgermeisterin. Das heißt, wir hatten dann Doppelspitze, eine Frau, ein Mann. Das Volk hat gesagt, wir wollen selber über unser Leben auch entscheiden können. Wir wollen auch mit diesen Entscheidungen dabei sein. Ich war in dem Moment auch draußen in der Stadt und ich wusste gar nicht, was los war. Hab dann den Gouverneur angerufen, hab ihn aber nicht erreicht. Also, was ist jetzt los? Was ist eine Ausgangsstelle? Abgesetzt worden wurde ich noch einmal festgenommen. Und zwar, es war eine politische Entscheidung. So weit kommen, dass die Menschen da lebendig verbrannt werden sollen. Warum war die ganze Welt so still dabei, dass die Menschen nicht gerettet worden sind? Und sie haben in allen Medien haben sie auch gesprochen, dass die ganze Zeit angegriffen werden. Dass man hat dann immer noch gesagt, okay, Europa würde da auch dann tragen, dass wenigstens die Menschen da gerettet werden. Ja, vielen Dank. Erstmal.